Ein zweischneidiges Schwert. Eine Star Wars Kurzgeschichte von Karen Travis. Die Fortsetzung zu Nach seinem Ebenbild. Was kann man einem Klon in einigen wenigen Monaten beibringen, für das ein Mensch ein Lebensalter braucht, um es zu lernen? Imperator Palpatine zu Lord Darth Vader. Imperiales Ausbildungszentrum Yinshaw, der mittlere Rand. Für einen Toten hatte Sarkoys eine ausgezeichnete Lichtfeldtechnik. Lord Vader schwang seine Klinge und die beiden Strahlen roter Energie ratschten aneinander entlang. Kuis oder jedenfalls ein Klon von ihm bewegte sich im Kreis und Vader tat es ihm gleich. Er hatte nicht die Absicht, den Attentäter ein weiteres Mal umzubringen. Arcanian Micro hatte mehr als ein Jahr darauf verwandt, diesen Klon des dunklen Jedi herzustellen, und es wäre Verschwendung gewesen, ihn oder einen seiner fünf Brüder allein deshalb zu zerstören, um die eigene Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Abgesehen davon waren sie Menschen. Vader versuchte das nicht aus den Augen zu verlieren. Hätte er stummsinnige Berechenbarkeit gewollt, hätte er für die imperiale Armee Droiden in Auftrag gegeben. Er war sich bewusst, dass zwei Personen das Duell von der Empore aus, die sich ein Stück über dem Boden der Turnhalle befand, aufmerksam verfolgten. Sein Meister, Imperator Palpatine, und einer seiner eigenen Adjutanten, Leutnant Irv Lekoff. Ein Teil seines Verstandes konnte Lekoffs Unbehagen spüren, dem Imperator so nahe zu sein, ohne dass Vader an seiner Seite war. »Genug«, sagte Vader und schaltete sein Lichtschwert aus. Der Kuis-Klon deaktivierte seine Klinge ebenfalls, behielt Vader jedoch vorsichtig im Auge, bis dieser zurücktrat und den Klonen gestattete, ihr Lichtschwerttraining mit dem Ausbilder fortzusetzen. Vader war zufrieden. Die Klone hatten die ganze Schnelligkeit und die rasanten Reflexe der unglückseligen Hand des Imperators, deren Erbgut es ihre war. Vader hoffte, dass sie irgendwie auch Kuis außergewöhnliche Loyalität geerbt hatten. Ich frage mich, ob der Imperator wusste, dass Kuis niemals preisgeben würde, dass er seine Hand war. Ich frage mich, ob mein Meister diese Art Hingabe zu schätzen weiß oder sie einfach erwartet. Vader kehrte auf die Empore zurück, um zuzusehen, wie die Klone ihr Lichtschwerttraining fortsetzten. Sie übten Paraden und Gegenschläge, Doppelschwünge und Remisen. Der höhlenartige Saal hallte vom Summen der Lichtschwerter und dem Klacken der Panzerplatten wider. Eine Kombination, die Vader seltsam beunruhigend fand. Der Ausbilder war noch eine weitere von Palpatines vielen Händen, ein Attentäter namens Jaivan, der an Vibroklingen ebenso gefallen fand, wie am eher konventionellen Umgang mit dem Lichtschwert. Vader schritt weiter aus und eilte den Gang entlang, während er die Sparringpaare sorgsam beobachtete. Hände glaubten oft, sie wären die einzigen persönlichen Meuchelmörder, die in Palpatines Diensten standen, und den meisten gefiel es nicht, wenn sie herausfanden, dass dem nicht so war. Jaivan sah aus, als würde er zu dieser Mehrheit gehören. Seine gelegentlichen Blicke zu Palpatine waren mehr anklagend als bewundernd. »Männer müssen glauben, dass sie einzigartig sind«, sagte Palpatine leise. Er senkte stets seine Stimme, um dafür zu sorgen, dass die Leute ihm achtsam zuhörten. »Und Frauen auch. Uns allen gefällt der Gedanke, dass wir etwas Besonderes und unersetzlich sind. Das ist eine großartige Motivation.« Manchmal mutmaßte Vader, dass Palpatine mehr erkennen konnte als nur seine Emotionen. »Ihr habt mir das Gefühl gegeben, ich allein kann euch dabei helfen, den Rat der Jedi zu bezwingen, Meister.« »Und das stimmte, oder etwa nicht?« Bloß ein einziges Mal und nicht öfter hatte Vader sich gefragt, wie sich sein Leben entwickelt hätte, hätte er sich nicht von Palpatines Beteuerung verführen lassen, er sei das einzige Mitglied des Rates der Jedi, dem er trauen konnte. Es stimmte, ja. Aber auch, wenn er der Versuchung widerstanden hätte, wäre Padme gestorben. Zumindest hatte er jetzt die Macht und die Stellung, die Galaxis so neu zu gestalten, wie es ihm beliebte. Systematisch. Er machte sich diese Möglichkeit zunutze. Er nutzte sie von Tag zu Tag mehr. »Die Menschen wünschen sich nicht bloß alle, etwas Besonderes zu sein«, sagte Vader. »Sie wünschen sich auch zu wissen, dass es jemanden gibt, dem sie vertrauen können.« Palpatines gelbe Augen gaben keine Reaktion preis, genauso wie ihn Jaivans Unbehagen nicht zu kümmern schien. Die Enttäuschung jener, die ihn umgaben, war für ihn nicht von Belang, solange sie seinen Zwecken dienten, und wenn das nicht mehr der Fall war, wurden sie ausgemustert. »Mich werdet ihr nicht ausmustern, Meister.«
Eines Tages baue ich womöglich eine Legion dunkler Jedi auf, sagte Palpatine, als wäre ihm dieser Einfall gerade gekommen. Sie haben großes Potenzial. Es wäre diesem Kurs eine Ehre zu sehen, was aus ihm geworden ist. Es war, als hätte er Kurs überhaupt nicht gekannt. Vader hatte nie erwähnt, dass er wusste, dass Palpatine Sarkoos losgeschickt hatte, um ihn zu töten. Er war nicht bereit, eure Namen zu nennen, mein Meister. Nicht einmal, als ich ihm anbot, sein Leben zu schonen. Das ist es, was ich von meinen Streitkräften will. Loyalität. Vader hatte den Mordversuch nicht persönlich genommen. Das war Teil seiner Ausbildung. Der Weg zum Sith-Meister musste beschwerlich sein, da die Macht, die man zusammen mit diesem Titel errang, nichts für die Schwachen oder Faulen war. Vader verstand das. Außerdem wusste er nach wie vor, dass er seinen eigenen Meister eines Tages ersetzen würde. Auch Palpatine wusste das und es schien ihm nichts auszumachen. Lekov, loyal, intelligent, ohne spezielle Fähigkeiten, die über seine Belastbarkeit für harte Arbeit hinausgingen, stützte sich auf seine Ellbogen und strahlte Beklommenheit aus. Auch von ihm waren Klone geschaffen worden, aber er war zumindest am Leben, um sie sehen zu können. Er hatte sich sogar ausgebildet. Jetzt wurden sie geprüft und bislang hatten sie die Überprüfung in sämtlichen Kerndisziplinen mit Ausnahme des Kampfes Mann gegen Mann bestanden. »Sie wirken immer noch besorgt«, sagte Vader. »Nein, Sir.« Lekov hatte 6 Monate auf diesem elenden, öden Felsbrocken verbracht und seine Klone trainiert. Wenn sie die Mustang erfolgreich abschlossen, konnte er endlich nach Coruscant zurückkehren. Es war offensichtlich, wovor er Angst hatte. »Sie haben ihre Frau und ihre Kinder seit 6 Monaten nicht gesehen.« Und sie fürchten, dass sie noch weitere 6 hierbleiben müssen, wenn sich ihre Klone nicht gut schlagen, sagte Vader. Lekov schluckte schwer und nickte. Ja, Sir, das tue ich. Seine mutige Ehrlichkeit war eine der Qualitäten, die ihn sowohl zu einem guten Klonspender als auch zu einem guten Ausbilder machten. Wir als Antwort darauf halten Vaders Erinnerungen daran, jemanden zu vermissen, der ihm lieb und teuer war. Eine Erinnerung, die er mittlerweile verdrängen und wegsperren konnte, fast ohne Kummer zu empfinden, in ihm wieder. Ich habe dir vertraut, Padme. Jetzt bin ich geübt im Umgang mit Verrat. Sie werden ihre Familie bald wiedersehen, sagte Vader. Lekov schaute zu den Türen der Tonhalle hinüber. Er war ein kräftig gebauter Mann in den 30ern, mit einem unpassend offenen Gesicht und strubbeligen hellbraunen Haaren. Ich sorge mich stets darum, ich könnte euch enttäuschen, Sir. Aber wenn ich sehe, wozu dunkle Jedi imstande sind, frage ich mich, wie sich gewöhnliche Menschen damit je messen sollen. Sturmtruppler werden nie gegen Jedi kämpfen müssen, sagte Vader. Bloß gegen Rebellen. Lekov atmete ein und hielt den Atem an, als die 6 Klone hineinmarschierten. Vader hörte es, so sehr der Mann auch versuchte es zu unterdrücken. Sie sahen so aus, wie Lekov es vor ein paar Jahren wohl getan hatte, mit dem gleichen Gesichtsausdruck beständiger Zuversicht. Und Vader hoffte, dass sie genauso effiziente Soldaten abgeben würden. Die Klone, die die gleichen imperialen Rüstungen trugen wie die Kurs-Truppe, stellten sich vor der Empore in einer Reihe auf und salutierten. Man hatte sie sofort nach der Entnahme aus der Wachstumsflüssigkeit einer Blitzausbildung unterzogen, um aus ihnen fähige Soldaten zu machen, die in jeder Armee dienen konnten. Aber Vader wollte, dass sie besser waren als das. Es war nötig, dass sie den Standards der von den Kaminoanern geklonten Truppen entsprachen, die nach wie vor den Großteil seiner Sturmtruppler stellten. »Keine Lichtschwerter!« Vaders Stimme dröhnte durch die Tonhalle. »Benutzt Durastallstäbe. Das ist eine Übung. Ich will keine ernsten Verletzungen.« Palpatine wandte sehr langsam den Kopf, um ihn anzusehen. Vader hackte seine Daumen in seinen Gürtel und wartete auf die Infragestellung seitens seines Meisters. »Wie könnt ihr ihre Tauglichkeit prüfen, wenn ihr ihnen Handicaps auferlegt?« Palpatines Stimme war sanft und provozierend, wie sie es immer war, wenn er einen Gedanken in den Raum stellte. »Ist das kein Zugeständnis?« »Nein, mein Meister. Es schafft realistischere Bedingungen für den Test.« Vader gab nicht nach. »Sie müssen sich lediglich gegen Rebellen behaupten, die über keine Machtfähigkeiten verfügen. Bloß gegen Menschen.« Palpatine schwieg 2 Herzschläge lang, sein Zeichen stummer Zustimmung.
Also gut. Vader winkte Shevan, damit er sich zu ihnen auf die Empore gesellte und den Boden der Trainingshalle für den Kampf räumte. Die Klone teilten sich in Paare auf, ein Lekov zu jedem Kuis. Fangt an, sagte Palpatine. Wieder schluckte Lekov. Die Klone pirschten sich einander an, mit beiden Händen Durastallstangen umklammernd. Dann krachte Metall, als sie Stab gegen Stab schlugen, in dem Bemühen, den anderen zurückzudrängen. Ein Lekov-Klon, auf dessen Brustplatte in Schablonenschrift der Name Nele stand, riss seinen Stab in einem flachen Bogen herum, um seinen Gegner von den Beinen zu holen. Aber kaum war der Mann flach auf den Rücken gefallen, sprang er mit einer einzigen Bewegung wieder auf die Füße und schleuderte den Lekov-Klon mit einem gewaltigen Machtstoß beinahe durch die gesamte Länge der Turnhalle. Er krachte gegen die Wand, der Aufprall seiner Rückenpanzerung äschelte in der Halle. Dann kämpfte er sich wieder auf die Füße und schüttelte den Kopf, um ihn frei zu bekommen. Die anderen 5 Kuis-Klone legten ihre Stäbe beiseite und ließen die Waffen ihrer Widersacher mit einer einzigen Handbewegung davonschwirren. Alle Lekov-Klone wurden flach auf den Rücken geschleudert und von einer unsichtbaren Hand am Boden festgenagelt. Die Demonstration war sehr kurz gewesen. Lekov sah seinem weiteren Schicksal resigniert entgegen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, die Augen starr geradeaus gerichtet. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen Jedi ohne angemessene Waffe besiegen kann«, sagte Palpatine. Vader war sich nicht sicher, ob das bloß ein Kommentar über das Versagen der Lekov-Klone oder bloß eine Feststellung war. Er blickte Lekov an. »Nein, Meister«, sagte er, an den Imperator gewandt, ohne seinen Adjutanten dabei jedoch aus den Augen zu lassen. »Vielleicht sollten wir es jetzt noch einmal versuchen, ohne dass es Ihnen diesmal erlaubt ist, Ihre Machtkräfte einzusetzen.« »Nein, ich habe genug gesehen.« Und Palpatine zog seine Kapuze ein bisschen tiefer ins Gesicht. »Ich werde mich der Kuis-Klone annehmen und sie noch mehr trainieren. Eure Lekov-Gruppe erweist sich aber womöglich für andere Aufgaben als nützlich.« »Wir könnten einfach eine ganze Armee von der Kuis-Vorlage klonen. Wir wissen, wozu sie imstande sind. Aber ein Soldat ist das Produkt fortgesetzten Trainings. Sie müssen an der Front mitmischen.« »Ich schlage vor, dass wir sie alle in den aktiven Dienst übernehmen und sehen, wie sie sich machen«, sagte Vader. Wieder zögerte Palpatine. »Ja, aber gebt bei Arcanin Mikro trotzdem ein Bataillon des Kuis-Modells in Auftrag. Ich bin beeindruckt, wie viel die Klone von seinen Machtfähigkeiten übernommen haben.« Lekovs Klone hatten sich versammelt und warteten in Hab-8-Stellung, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Bedeutet das, dass wir zum imperialen Zentrum zurückkehren?«, fragte Lekov, außerstande, seine Verzweiflung zu verbergen. »Ja, Leutnant, das bedeutet es.« Vader ging mit großen Schritten voraus und Lekov schaffte es, mit seinem Tempo mitzuhalten. Seine 6 Klone sammelten ihre Helme und Waffen ein und folgten ihm, ebenso wie die Kuis-Gruppe. Shevan bildete die Nachhut. Er sah missmutig aus. »Ich entschuldige mich für unsere ungenügende Leistung, Sir«, sagte Lekov. Vader fiel die Benutzung des Wortes »unsere« auf. »Ich mache mir nicht viel aus diesem Versagen im Kampf Mann gegen Mann. Warten wir ab, wie sie sich gegen gewöhnliche Männer schlagen.« »Das ist sehr großzügig von euch, Sir.« Nein, das war nicht großzügig, das war fair. Der Test gegen die Kuis-Klone war lediglich aus Neugierde angesetzt worden und es gab keinen Grund, die Lekov-Gruppe unangemessen zu beurteilen. Vader verfolgte, wie sie die Rampe seines Shuttles der Lambda-Klasse hinaufstiegen und ihm fiel auf, dass er die Lekovs sogar mit aufgesetzten Helmen von den Kuis unterscheiden konnte, und zwar allein schon aufgrund ihrer Haltung und ihrer disziplinierten, synchronisierten Schritte. Die Kuis-Klone sahen mehr wie Athleten aus als wie Soldaten. Und er konnte nicht umhin, das zu bemerken. Sie bewegten sich nicht wie eine einzige Maschine. Hergehört, schnappte Lekov, der dank seiner üblichen, unfehlbaren Treffsicherheit instinktiv wusste, was Vader durch den Kopf ging. Ihr gehört jetzt zur 501. Tageskabine des befehlshabenden Offiziers, Shuttle ST-321, mit Kurs auf das imperiale Zentrum. »Ich glaube, ich werde das Kuis-Bataillon unter mein persönliches Kommando stellen«, sagte der Imperator und lehnte sich in Vaders Sessel zurück, als das Shuttle den Sprung in den Hyperraum machte.
Vader ignorierte diesen Affront in seinem eigenen Territorium und nahm stattdessen einfach die Tatsache zur Kenntnis, dass sich sein Meister diese Mühe machte. Das war ein weiterer dieser kleinen Tests. Dieses andauernde Schieben und Schubsen war dazu gedacht, Vader hungrig auf Überlegenheit und wütend genug zu machen, sie einzufordern. Tausend kleine Drohungen sollten die dunkle Seite in ihm nähren, aber manchmal wirkt es mehr wie Zeitvertreib als wie Ausbildung. Ich brauche euch nicht, um auf der Hut zu bleiben, Meister. Ich werde nicht vergessen, was mich antreibt. Und ich werde euch eines Tages töten. Ja, aber diesen Tag bestimme ich und nicht irgendein Reflex, wenn ihr mich schließlich einmal zu oft provoziert habt. Dann werden sie keinen Teil der Infanterie bilden, Meister. Palpatines Tonfall wurde ein bisschen härter. Ich weiß, wie man eine Armee befehligt, Lord Vader. Ich meine nur, dass die Kuis-Klone praktisch allesamt Hände sind und damit möglicherweise ideal geeignet für Spezialoperationen. Der Imperator nahm von dem Kopf ein Glas Wasser entgegen, der untergeordnete Tätigkeiten nie erniedrigend zu finden schien. Ja, ich sollte sie so trainieren, dass sie zahlreiche Aufgaben erfüllen können. Noch immer gelang es Vader, die Worte zu vermeiden, die seit einiger Zeit stets zwischen ihnen im Raum hingen. Kuis war seinem Meister bis zum Ende loyal ergeben. Er war nicht bereit, seinen Namen preiszugeben. Eine löbliche Eigenschaft, die ich auch in seinen Klonen zu finden hoffe. Diese Eigenschaft mag genetisch bedingt sein, man kann sie allerdings auch selbst fördern. Und man kann sie ebenfalls zunichte machen. Vader dachte an den Mann, der er einst gewesen war. Ja, jetzt verspürte er keinen Schmerz. Bloß eine wilde und wütende Entschlossenheit. Und an jene, die er geliebt und die ihn verraten hatten. Er entsann sich noch immer dieses kalten, konzentrierten Gefühls der Enttäuschung, als er erkannt hatte, dass Palpatine Kuis geschickt hatte. Und das Einzige, auf das er im Hinblick auf seinen Meister vertrauen konnte, war, dass er eine konstante Quelle der Gefahr darstellte. Zu wissen, wie allein er tatsächlich war, hätte ihn vielleicht stärker gemacht, aber behagen tat es ihm nicht. Er vermutete, dass das der Grund dafür war, weshalb er sich mit den Lekors dieser Welt umgab. Nicht einfach nur, weil loyale Soldaten gute Soldaten waren, sondern auch, weil es den kleinen Teil von ihm beruhigte, der Anakin gewesen war. Jenen Teil, den nichts zu unterdrücken, ihm immer noch hinreichend nützlich schien. Lekor wirkte besänftigend. Ein Mann, der gern wusste, wo er stand. Ein Mann, der sich einfach bloß hervortun und im Gegenzug für seine Ergebenheit eine klare Aufgabe zugewiesen bekommen wollte. Du wirst mich nicht enttäuschen. So viele Leute enttäuschen mich. Leutnant, sagte Palpatine und schaute an Vader vorbei zu der Stelle, wo Lekoff in geduldigem Schweigen stand. Aus welchem Grund sind Sie, Lord Vader, treu ergeben? Lekoff, der es in Palpatines Nähe normalerweise nicht behagte, entspannte sich ein wenig. Vader konnte es spüren. Lekoffs Zweifel und Gefühle zeigten sich nur selten auf seinem Gesicht, aber er hegte sie. Vader konnte sie stets schmecken und manchmal vertraute er darauf, um zu verstehen, was in der imperialen Armee vor sich ging. Mit eurer Erlaubnis, Sir, sagte Lekoff und schaute zu Vader hinüber. Weil mein Lord von seinen Männern niemals etwas verlangen würde, das er selbst nicht auch tun würde. Löblich, sagte Palpatine. Aufrichtig, dachte Vader. Er hätte sagen können, dass ihm das Imperium heilig ist und ich das Werkzeug dieses Imperiums bin. Aber er hat die Antwort eines Soldaten gegeben. Der Imperator wandte sich wieder seinem Wasser zu, um daran zu nippen, und Lekoff stand noch immer reglos da. Er würde sich nicht setzen, bis Vader Platz genommen hatte. Vader hatte sich inzwischen daran gewöhnt und musste dem Mann gelegentlich befehlen, sich hinzusetzen, wenn offensichtlich war, dass er das tun musste. Rufen Sie Ihre Frau an, Lekoff, sagte Vader. Sagen Sie ihr, wann Sie ankommen. In Lekoffs Stimmung kam es zu einem flüchtigen Aufflackern der Aufregung, das die Macht für einen kurzen Augenblick erhellte. Vielen Dank, Sir, vielen Dank. Lekoff salutierte und verschwand durch das Schott in Richtung des Cockpits. Meister und Schüler schwiegen weiter, bis er aus der Hörweite war. Ihr überrascht mich immer wieder mit eurer Fähigkeit zu Mitgefühl, sagte Palpatine, dem es irgendwie gelang, das Wort wie eine Beschimpfung klingen zu lassen. Zu Motivation,
sagte Vader, der es wagte, Palpatine zu korrigieren. Es hätte keinen Sinn, LeCoff eine solche Kleinigkeit zu verweigern. Macht einfach, um der Macht willen zu demonstrieren, führt zu nichts. Zu wissen, wann man darauf verzichten kann, durchaus. Leute dazu zu bringen, dass sie euch zufriedenstellen wollen, ist eine wichtige Fähigkeit, sagte Palpatine. Ihr seid allmählich bewandert darin. Faszinierend, nicht wahr? Dieses Verlangen nach Anerkennung zu sehen. Ah, er genoss es. Das war sein Zeitvertreib. Hier ging es um mehr als um die Ausübung politischer Macht. Es gefiel ihm, wenn er Leute, hilflose, niedere Leute, nach seiner Pfeife tanzen sah. Ich habe nicht länger den Wunsch, euch zufriedenzustellen, mein Meister. Vader gelangte zu dem Schluss, dass es ihm genügte, ein einfacher Mann zu sein, der auf Stärke und Klarheit vertraute. Euer Bedürfnis nach Spielchen wird eines Tages euer Untergang sein. Jetzt weiß ich, wo eure Schwäche liegt. Ich werde sie mir zunutze machen, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Vader ließ sich in den gegenüberliegenden Sessel sinken, normalerweise der des ersten Offiziers, und verwandte seine Zeit darauf, sich mit Berichten von imperialen Stützpunkten im Outer Rim zu befassen. Es sollte ein kurzer, ereignisloser Flug werden. Und das war es auch, genau bis zu dem Moment, als irgendetwas hinten in seiner Kehle kribbelte und er aufschaute, während seine Hand instinktiv nach dem Lichtschwert griff. Im nächsten Moment erhellte der rote Stationsalarm das Schott und die Alarmsirene ließ seine Ohren klingeln. Palpatine, noch immer frostig ruhig, stellte sein Glas behutsam auf dem nächstgelegenen Tisch ab und aktivierte die Comlink-Verbindung zum Cockpit. »Was gibt es für ein Problem?«, fragte er. Vom anderen Ende der Verbindung drang nichts zu ihnen, außer statischem Knistern. Vader war bereits am Schott. Seine Machtsinne rissen sich ihren Weg durch etwas, bei dem es sich um Schichten aus Watte und Rauch zu handeln schien, um deutlich das zu spüren, was durch eine konzentrierte Anstrengung vor ihm verborgen geblieben war. Die dunklen Jedi begehrten auf. Sie bemühten sich, ihre Absichten vor ihm abzuschirmen. Aber alles, was er wissen musste, war, dass sie nicht die Absicht hatten, ihm gegenüber loyal zu sein. Wahrscheinlich kamen sie, um ihn sich vorzuknüpfen. Es hatte ganz den Anschein, als wären die Kuiskunde bestrebt, die Mission ihres Genspenders zum Abschluss zu bringen. Vader eilte mit großen Schritten den Korridor zum Cockpit hinunter, das Lichtschwert gezückt, während sich die pulsierenden roten Lampen des Stationsalarms aus seiner Rüstung widerspiegelten. Er konnte Blasterfeuer hören. Er aktivierte seinen Comlink. LeCoff, was geht da vor? Die Kuisklone haben die Piloten getötet und den gesamten vorderen Bereich des Schiffs übernommen, Sir. Ein Blasterschuss unterbrach den Leutnant. Hier hinten sind nur noch meine Klone, der Navigationsoffizier und ich. Wir versuchen, die Luken beim 10-Meter-Schott aufzusprengen. Warten Sie auf mich. Ich denke nicht, dass Sie hier runterkommen sollte, Sir. Ich werde mich darum kümmern. Sie wollen mich. Shaeva anscheinend den Imperator zu wollen, Sir, nicht euch. Vader spürte, wie das Shuttle einen Satz nach vorn machte, als hätte es eine abrupte Kurskorrektur gemacht. Er marschierte zurück zur Tageskabine und betrachtete die Navigationsanzeige, um die Richtung zu überprüfen. Das Shuttle war jetzt unterwegs in Richtung Outer Rim. Palpatine saß noch immer ruhig in seinem Sessel, das Heft seines Lichtschwerts auf dem Schoß. Vader schoss ein Gedanke durch den Kopf. Er brachte ihn vorsichtig zum Ausdruck. Handelt es sich hierbei um eine Geschützübung unter realistischen Bedingungen, von der ihr keine Notwendigkeit seht, sie mir gegenüber zu erwähnen, Meister? Tut es nicht, sagte Palpatine. Dennoch ist es ein weiteres seiner Spielchen. Vielleicht hat er den Kuiskun in Auftrag erteilt, mich zu töten. Ihr seid in Gefahr, Meister. Ich bin imstande, es mit 7 dunklen Jedi aufzunehmen, Lord Vader. Womit es jedoch keiner von uns aufnehmen kann, ist das Vakuum des Weltalls. Lasst uns deshalb sicherstellen, dass es nicht zu einem Bruch der Außenhülle kommt. 7, sagte Vader. Dann habt ihr eure eigene Hand mit eingerechnet, Sir. Entweder ist Shaevan tot, oder er ist Teil dieses Aufstands und stirbt auf jeden Fall.
Das Lambda-Shuttle war ein kleines Raumschiff, 20 Meter vom Bug zum Heck, und Palpatine konnte mit der Macht ebenso gut von der Tageskabine aus kämpfen, als einem Widersacher aus kurzer Distanz mit seinem Lichtschwert zu Leibe zu rücken. Vader wertete seine gelassene Reaktion als stillschweigenden Beweis dafür, dass der Imperator wusste, dass er nicht in Gefahr schwebte, Vader allerdings schon. Und mit einem Mal nahm er es ihm übel, dass er seine Besatzung kompromittiert hatte, die etwas Besseres als das verdiente. Ich werde mich der Sache annehmen, Meister. Es besteht kein Anlass, dass ihr euch daran beteiligt. Legt mir keine Hindernisse in den Weg. Versucht nicht, mich weiterhin auf die Probe zu stellen. Haltet euch aus diesem Kampf raus. Lekoff und ich werden die Ordnung wiederherstellen. Vader eilte weiter mit großen Schritten den Korridor entlang und kam bei der Luke heraus, die sich eine Sektion hinter dem 10-Meter-Schott befand. Rauch und der Geruch von abgefeuerten Blastern erfüllte die Luft. Lekoff, der Navigationsoffizier Pepin und die Lekoff-Klone hatten Kisten als Deckung aufgeschichtet und wechselten sich darin ab, auf das Schott zu schießen und zu versuchen, die einzelnen Elemente mit einer Metallstange beiseite zu zwingen. »Hätten wir es auf der anderen Seite des Schotts nicht mit Jedis zu tun, hätten wir das Ding schon auf«, sagte Pepin und grunzte vor Anstrengung, als er sich mit seinem ganzen Gewicht auf die Metallstange stemmte. »Es ist Chewan, Sir«, fügte Lekoff hinzu. »Er führt sie an!« Vader trat vor zu dem Schott, bedeutete Pepin mit einer nachdrücklichen Handbewegung aus dem Weg zu gehen und schlug mit seiner geballten Faust zweimal gegen den Durastahl. »Chewan, geben Sie auf! Sie können mich nicht bezwingen!« Chewans Stimme klang gedämpft. Vaders sensorverstärktes Gehör fing die Worte jedoch auch durch den dicken Durastahl laut und deutlich auf. »Er hat uns betrogen!« sagte Chewan. »Der Imperator hat uns alle betrogen!« »Öffnen Sie dieses Schott!« »Er benutzt uns, Lord Vader! Begreift ihr das nicht?« »Oh doch, das tue ich durchaus. Ich könnte dieses Schott allein mit der Kraft meines Willens niederreißen, aber ich will mehr hören. Wie hast du die Stärke aufgebracht, dich gegen Palpatine aufzulehnen?« »Ich sagte, öffnen Sie das Schott!« »Er mocht jeden von uns glauben, dass wir die einzige Hand sind. Und wenn wir dahinter kommen, dass dem nicht so ist, wirft er unser Leben weg, Lord Vader. Für unsere Loyalität haben wir Besseres verdient.« »Das stimmt, das habe ich in der Tat. Auf wen bin ich noch immer wütend? Auf Palpatine oder auf Kenobi? Welcher Meister hat mich mehr enttäuscht?« »Koisklone«, er klopfte wieder gegen das Schott. »Ihr könnt nicht über die Erinnerung eures Spenders verfügen. Weshalb fühlt ihr euch betrogen genug, um euren Imperator zu bedrohen?« Die Stimme eines toten Mannes antwortete mit einem etwas anderen Akzent, dem Akzent von Chewan. »Wir sind dem Mann treu ergeben, der uns ausgebildet hat, Lord Vader.« »Grandios«, sagte Lekoff. »Eine clevere Methode, ihre Fähigkeiten gegen uns einzusetzen.« Das Maß ihrer Loyalität stand außer Frage und Vader hatte recht damit gehabt, als er diese Eigenschaft in Kuis gesehen hatte. Aber er hatte nicht gewusst, wie betrogen sich Chewan fühlen würde, als er dahinter kam, dass er nicht die einzige Hand war und als er herausfand, was mit Kuis passiert war. Aber Palpatine musste gewusst haben, dass diese Reaktion wahrscheinlich war. Hatte er das hier eingefädelt? Hatte er einem verbitterten Mann die Aufgabe erteilt, dunkle Jedi zu trainieren, bei denen die Möglichkeit hoch war, dass sie sich dem Aufbegehren ihres Ausbilders anschlossen? Hatte er Chewans Verstand beeinflusst? Vader würde nie erfassen, wie vielschichtig Palpatines Intrige war, bloß, dass er ihrer überdrüssig war. Lekoff hatte recht. Loyalität war ein zweischneidiges Schwert. Es war eine Schande, dass sie im Moment gegen ihn arbeitete. »Lord Vader«, sagte Chewan. »Lord Vader, helft uns dabei, Palpatine zu stürzen. Ihr könntet an seiner Stelle herrschen.« »Ja, ich werde seinen Platz einnehmen. Aber jetzt schien es zu früh dafür zu sein, viel zu früh.« Vader dachte einen Moment lang darüber nach. Er wandte sich um und stellte fest, dass Lekoff ihn anstarrte. Dann tat er den Gedanken ab. »Bleiben Sie zurück und ich öffne dieses Schott, Leutnant.« Die Kuisklone hörten ihn.
Es fühlte sich so an, als hätte sich einer von ihnen näher an das Schott heranbewegt. Falls ihr beabsichtigt, das Cockpit zu stürmen, rief der Klon, werden wir die Laserkanonen überlasten und das Schiff zerstören. Lekov nickte. Das können Sie, Sir, sagte er leise. Sie haben die Kontrolle über sämtliche Waffensysteme. Dann müssen wir sie auf sichere Art und Weise neutralisieren. Sicher für wen? Sicher für uns. Falls ihr bereit seid, eine Weile auf die lebenserhaltenden Systeme zu verzichten, könnte ich vermutlich die Stromversorgung für das ganze Schiff kappen, Lord Vader, schlug Pepin vor. Der Generator befindet sich auf unserer Seite des Schutts. Das würde die Laserkanonen lahmlegen. Außerdem bedeutete es, im Dunkeln zu kämpfen. Aber Vader und die Klone trugen alle mit Sensoren ausgestattete Helme, das sie in die Lage versetzte, mit Infrarot und Restlicht zu sehen. Pepin würde das schon irgendwie hinkriegen. Selbst wenn sie die Energie ausschalten, haben sie aber immer noch ihre Lichtschwerter, Sir, mahnte Lekov. Sie sind sehr geübt darin, Blasterfeuer abzuwehren, ganz abgesehen davon, dass schwere Geschütze ein Loch in unsere Außenhülle reißen könnten. Ich habe ja etwas, bei dem sie sich schwer tun werden, es abzuwehren, sagte Neil, der Lekov-Klon, der durch die Turnhalle gesteuert worden war. Er wog ein großes Gewehr in den Händen, auf das dort, wo bei einem konventionellen Blastergewehr ein optisches Zielfernrohr gesessen hätte, eine zylindrische Vorrichtung montiert war. Sofort, Barbecue! Lekov sah einen Moment lang verlegen aus. Die Flammenwerfer, Sir. Er hat recht. Es ist besser, die Sektion abzufackeln, als ein großes Loch hineinzupusten. Und es geht schnell. Vader konnte sich nicht vorstellen, dass dieser ultraförmliche Leutnant seinen Klonen Ausdrücke wie Sofort-Barbecue beigebracht hatte. Aber der Mann hatte eindeutig eine Seite, die er bislang noch nicht gesehen hatte. Ein Feuer ist die größte Gefahr an Bord eines Raumschiffs. Nicht so gefährlich, wie die das Schiff in die Luft jagen zu lassen, Sir. Also gut, sagte Vader. Falls es nötig war, konnte er die Macht einsetzen, um den Schaden einzudämmen. Als er spürte, wie sich jemand näherte, wandte er sich um und sah Palpatine, der gelassen am Ende des Korridors stand und einfach beobachtete. Bereit machen! Vader bedauerte den Verlust von Kuis Klonen, aber dies hier war eine Frage des Überlebens. Eine Hand hatte sich gegen den Imperator gewandt und er hatte noch dazu seine Schüler darauf gechillt, dasselbe zu tun. Klone lernten immer schnell. Auch das war ein zweischneidiges Schwert. Palpatine verharrte am Ende des Korridors, der die gesamte Länge des Lambda-Shuttles an der Steuerbordseite entlang lief. Er hatte vor sich ein schimmerndes Feld erzeugt, eine stillschweigende Aussage, dass er sich nicht in den Kampf einmischen würde. Ich habe Vertrauen in euch, Lord Vader. Das wirkt bei mir nicht länger, Meister. Und ich habe Vertrauen in meine Männer. Vader konnte an der angespannten Beherrschung auf Lekovs Gesicht erkennen, dass auch er jetzt das Geringste auf die Worte des Imperators gab. Ausnahmsweise war hier jemand, der nicht imstande war, vorzuheucheln, den Imperator zufriedenstellen zu wollen. Lekov schien zu fühlen, was auch Vader fühlte. Es war verwirrend, das bei einem gewöhnlichen Mann zu erkennen. Pepin stand mit einem Hydroschraubenschlüssel in der Hand da, bereit, die Triebwerke und den Generator des Shuttles abzuschalten. Lekov brachte die 6 Klone zu beiden Seiten des Schotts in Stellung, mit einsatzbereiten Flammenwerfern und Blastern. Vader trat zurück. Was sie brauchten, waren weniger seine Kampfkünste, als vielmehr seine Fähigkeit, die dunklen Jedi daran zu hindern, die Macht einzusetzen. Mit beinahe 100%iger Gewissheit besaßen sie einen Gefahrensinn, der so scharf war wie sein eigener. Und 7 von dieser Couleur konnten gemeinsam von jenseits dieses Shots nach draußen greifen und Pepin oder einen der Klone einen Strich durch die Rechnung machen. Er nahm einen Atemzug und sammelte sich, blendete nahezu alles um sich herum aus, bis seine ganze Aufmerksamkeit allein in Lebewesen im Shuttle galt. Er konnte Lekov und seine Männer fühlen, konnte Pepin an den Energiekontrollen fühlen. Und er konnte die 7 Wirbel dunkler Energie hinter dem Schott fühlen, das in den vorderen Bereich des Schiffs führte, als befände sich überhaupt kein Durastall zwischen ihnen. Da war ein Klicken und das Surren von sich aufladenden Blastern und ein leises Fauchen, als 3 der Klone den Druck ihrer Flammenwerfer regulierten. »Bereit, wenn ihr seid, Sir«, sagte Lekov. Vader konzentrierte sich auf Pepin und hüllte ihn in ein Machtschild. Pepin, jetzt!
Vader nahm hinter dem Schott ein Gefühl der Konzentration wahr, als sieben Gemüter die Gefahr zu spüren schienen und auf Wanderschaft gingen. Pepin legte den Generator lahm und abgesehen von der schimmernden roten Klinge seines Lichtschwerts versank das Shuttle in Dunkelheit. Er hob seine linke Hand. Er wusste ganz genau, wo sich die schwächste Stelle des Schotts befand und setzte einen massiven Machtstoß ein, der die beiden Hälften des Schotts davonfegte. Einen Moment lang sah Vader, in der Zeit eingefroren, einen Wald roter Lichtschwert klingen, genau wie seine eigene. Er schickte just in diesem Moment eine Machtschockwelle in das Cockpit, als sein Blickfeld in blendend gelbem Licht explodierte und das laute Wusch von Flammen und das ramponierte Abteil vor ihnen erfüllte. Feuer leckte über Schotts und schoss durch die Einstiegsluke des Cockpits. Jetzt konnte er hineinsehen. Er hörte Schreie. Drei Lichtschwerter waren verschwunden, schienen mit den Flammen verschmolzen zu sein. Ungestümer goldener Widerschein tanzte auf weißen Rüstungen. Immer noch glommen drei Energiebalken im Zwielicht und er konnte drei von Kuhls Klonen ausmachen, die selbst mit Machtschilden umgeben und es so geschafft hatten, den Flammenwerferangriff zu überstehen. Die Panzer und der Schutzanzug der Sturmtruppler waren feuerresistent. Und Lekoffs Männer hatten jenen tief sitzenden Menschenschrecken vor Feuer so weit überwunden, dass sie durch das Inferno gingen und dabei weiter Strahlen aus brennendem Gas in das Abteil vor sich jagten. Vader konnte drei Leichen auf dem Boden sehen, pechschwarz verkohlt, und drei sich bewegende Lichtschwerter. Aber wo war das vierte? Er schickte seinen Verstand auf Wanderschaft und suchte hinter brennenden Paneelen und Armaturenverblendungen. Ein weiterer Feuerball rollte von der Mündung eines Flammenwerfers aus über die Decke über ihren Köpfen. Lekoff, der sich dicht an Vaders Seite hielt und kein Atemschutzgerät trug, hustete, als beißender Qualm nach hinten wogte. »Ziehen Sie sich zurück«, sagte Vader und durchstieß mit seinem Machthieb die Schutzschilde der Kuisklone, um ihre Kehlen zu packen und sie zu zerquetschen. Einer konnte sich befreien und Vader setzte sich rasch in Bewegung, machte drei große Schritte nach vorn und ließ sein Schwert nach unten sausen, um den Klon zu Fall zu bringen. Zwei waren noch übrig, plus Shaevan. Er war noch am Leben. Vader konnte ihn spüren, auch wenn er ihn nicht sah. Lekoffs Männer gaben schnelle Flammenstöße auf die letzten beiden Kuisklone ab, die noch auf den Beinen waren, und nagelten sie gegen das Backboardschott, als Vader vortrat. Die Klone kämpften darum, die Schutzblase um sich herum aufrechtzuerhalten. Rauch waberte über jede Oberfläche. Das Innere des Shuttles bestand aus feuerfestem Material, aber die Temperatur in dem beengten Raum wurde unerträglich. Neel feuerte eine weitere Salve brennenden Gas auf die dunklen Jedi ab. Dann unternahm einer der Kuisklone eine gewaltige Kraftanstrengung und schickte einen Flammenball zurück zu Vader. Vaders Anzug konnte annähernd jedem Angriff standhalten. Aber Lekoff, ein Mann, der darauf trainiert war, zu reagieren, ohne zu zögern, ohne vorab das Für und Wider zu erörtern, warf sich vor ihn und fing die Flammen ab. Er stürzte keuchend zu Boden, als sich die Klone auf die dunklen Jedi stürzten und Vader ihre Machtschilde mit reiner, geballter Wut zerschmetterte. Lichtschwerter erloschen flackernd. »Pepin, Brandschutzmaßnahmen, jetzt!« rief Vader. Das Shuttle hatte wieder Energie und ein feiner Regen aus feuerhemmender Flüssigkeit ergoss sich aus den Rohren aus der Decke, um die schwelenden Oberflächen zu löschen. Vader fiel auf ein Knie, packte Lekoffs Schultern und zog ihn zu sich. Lekoffs Tat war eine närrische Geste gewesen und noch dazu eine, die Vader nicht gebraucht hätte. Aber das rief eine schmerzhafte Erinnerung in ihm wach. Vor gar nicht allzu langer Zeit war er derjenige gewesen, der gebrannt und verzweifelt Hilfe gebraucht hatte. Und der Meister, dem er vertraut hatte, Obi-Wan Kenobi, hatte ihn im Stich und ihn zum Sterben zurückgelassen. Vader konnte Lekoff nicht im Stich lassen, so wie er im Stich gelassen worden war. Er stützte den Kopf des Offiziers, nicht um seine Ergebenheit zu erzwingen, wie Palpatine es getan hätte, sondern weil Vader glaubte, dass es das war, was Kenobi für ihn hätte tun sollen. Lekoffs Haut war geschwärzt, aber seine Augen waren offen, groß und weiß, in dem unter Schock stehenden Gesicht. Vader rief nach Bacta und Neel und Pepin liefen mit Medipacks zu ihm hinüber. Lekoff hob einen Arm und betrachtete seinen mit Blasen bedeckten Handrücken, als wäre es gar nicht sein eigener. »Meine Frau wird mir die Hölle heiß machen«, sagte er auf die widersinnige Art und Weise, die Schwerverletzte häufig an den Tag legten.
Ich wette, Ihre Frau wird einfach nur froh sein, Sie in einem Stück wiederzusehen, sagte Pepin. Bringen wir sie in die Kabine. Vader richtete sich auf. Die anderen Klone durchsuchten mit gezückten Plastern das verkohlte vordere Abteil. Shaivan musste irgendwo dort drin sein. Das Schiff war zu klein, um sich darin zu verstecken. Vader trat vorsichtig durch die rauchenden Trümmer, jetzt schlüpfrig von einem Belag aus Feuerlöschflüssigkeit, und bedeutete den Klonen mit einer Handbewegung, ihm die Durchsuchung zu überlassen. Er fühlte, dass der dunkle Jedi am Leben war, aber angesichts der schwarzen Schicht nasser Asche, die alles bedeckte, war es schwer zu sagen, was ein Körper war und was einfach bloß ein geschmolzenes Stück Plastoid. Er stieß mit seinem Stiefel gegen die Haufen, das Lichtschwert in Händen. Er zählte 8 Leichen, 6 Kuis-Klone und die beiden Besatzungsmitglieder, die bereits tot waren, als der Angriff begonnen hatte. Dann wich ein geschwärzter Umriss unmerklich zurück, als er dagegen trat. Shaivan sprang auf, ein mit feuchter, schwarzer Asche beschmierter Albtraum. Sein Lichtschwert durchschnitt die dunstige, heiße Luft und Vader blockte die Klinge mit einem Aufwärtsstoß ab. »Er wird euch ebenfalls verraten, Sir«, sagte Shaivan, sein Lichtschwert gegen das von Vader gedrückt. »Nur wenige Männer werden nicht versuchen, mich zu verraten«, sagte Vader und ging seinerseits zum Angriff über. In diesem Moment musste er an Lekovs schlimmen Zustand denken, ein Widerhall seines eigenen, und die Wut war eine ausgezeichnete Linse, die seine Kraft bündelte. Er drängte Shaivan über das schlüpfrige Deck rückwärts und brachte ihn in Staucheln. Selbst jetzt, nachdem er den Flammen widerstanden und den Rauch überlebt hatte, war der dunkle Jedi noch immer ein beeindruckender Kämpfer. Vader bedauerte den finalen Hieb aufrichtig, mit dem er Shaivan von der Schulter bis zur Hüfte aufschlitzte, sodass er tot aufs Deck sank. Shaivan war das, was Palpatine aus ihm gemacht hatte. Einst hatte Vader angenommen, dass er so geworden war, wie Palpatine geplant hatte. Aber jetzt wusste er, dass er ganz er selbst war. Der Imperator könnte Shaivan sogar dahingegen beeinflusst haben, dass er dies ja tut. So viele Schichten, so viele Spielchen. Das Cockpit war zu schwer beschädigt, um das Shuttle zurück zum imperialen Zentrum zu steuern. Vader sendete ein Notsignal und ging zurück zur Tageskabine, um nach Lekov zu sehen, und stieß auf Palpatine, der den Notfall-Erste-Hilfemaßnahmen zuschaute, als handle es sich um eine Vorführung. »Wird er überleben?«, fragte Vader. »Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich kenne den Schmerz.« »Sind seine Lungen beschädigt?« Pepin nahm ihn beiseite. »Er hat sehr starke Verbrennungen erlitten, Sir«, sagte er im Flüsterton. »Ich habe schon Verbrennungen überlebt«, entgegnete Vader. »Und das wird er auch. Er wird die beste medizinische Versorgung erhalten.« Er beugte sich über Lekov und schaute ihm ins Gesicht, um ein Bruchstück des Anblicks zu sehen, den er einst Palpatine geboten haben musste. »Sie sind loyaler, als gut für Sie ist, Leutnant.« »Das ist mein Job, mein Lord.« Vielleicht hatte das lustig klingen sollen. Nach den Mienen der Klone zu urteilen, die er ausgebildet hatte, hatte er in ihnen den gleichen Sinn für Ergebenheit geweckt. Sie bildeten fast eine Verteidigungslinie um ihn herum. Neil reichte Pepin nacheinander mehrere Bacta-getränkte Tupfer. »Sie haben mich nie enttäuscht«, sagte Vader. Lekov, das Gesicht und die Hände mit feuchten Verbandsmund umwickelt, plinzelte ein paar Mal. Mit der Zeit würde Lekov genesen und vielleicht würde er sogar wieder Männer ausbilden. Aber von nun an war er der genetische Stammesvater eines Klonbataillons. Seine Männer hatten dunkle Jedi bezwungen und dabei trotz des Umstands, dass Vader ihnen beigestanden hatte, noch immer jede Menge persönlichen Einsatz gezeigt. Lekov konnte stolz auf sich sein und zumindest würde er seine Familie wiedersehen, ob nun mit Narben übersät oder nicht. Er hatte etwas, um das ihn andere, sogar Vader, nur beneiden konnten. Imperialer Palast Coruscant, 2 Tage später. »Wie geht es eurem Leutnant?«, fragte der Imperator. Von dem Fenster aus, von dem aus man den Exerzierplatz überschauen konnte, studierte Vader die Reihen der 501. Legion. Es barg einen gewissen Trost in sich zu wissen, dass das Leben der meisten von ihnen, das derer, deren ganzes Leben dem Soldatensein gewidmet war und die keine darüber hinausgehenden Ambitionen hegten, eine geradlinige Angelegenheit war.
bei der es ausschließlich darum ging, ihre Arbeit zu machen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, gegen wen sie vorgingen oder wen sie eliminierten oder ausbooteten. Er erholt sich, Meister. Loyalität ist eine großartige Eigenschaft. Ich habe Arcanin Mikro beauftragt, ein Bataillon Lekov-Drohne zu produzieren. Ich denke, sie haben ihre Eignung unter Beweis gestellt. Ja. Palpatine wanderte zum Fenster hinüber, um neben Vader stehen zu bleiben, als wäre er neugierig zu erfahren, was dessen Aufmerksamkeit erregte. Vader ruft die Bestellung für die Kuis-Klone, bis auf Weiteres. Das habe ich bereits getan. Ich kümmere mich darum, mein Meister. Ihr seid noch immer besorgt. Ich fühle es. Vader beschloss, die Frage zu äußern, die ihm im Kopf umherging. Palpatine wusste ohnehin, dass sie ihm auf der Zunge lag. Das einzig Ungewisse war, ob Vader sie stellen würde oder nicht. Meister, habt ihr Shevans Aufstand inszeniert, um mich zu prüfen? Palpatine wandte ruckartig den Kopf. Die Kapuze beschattete seine Augen. Einstmals hatte sein Gesicht gütig auf Vader gewirkt. Falls es eine Prüfung war, Lord Vader, dann eine für die Klone, nicht für euch. Und falls es eine war, dann hat sich die Lekov-Gruppe als die würdigere erwiesen. Also das war euer Beweggrund. Mit ein wenig mentaler Manipulation habt ihr Shevans Verstimmung in Hass verwandelt. Und was für einen hohen Preis hat Lekov dafür bezahlt? Vader zügelte seinen Zorn bloß, um seinem Meister den Triumph vorzuenthalten. In einer wahren Krise zeigt sich, woraus ein Mann gemacht ist. Natürlich ließ ich weitere Kuis-Klone damit nicht aus. Wie weit voraus plant ihr eure kleinen Spielchen? Ihr habt Jahrzehnte darauf gewartet, die Jedi zu bezwingen. Ihr habt dafür Milliarden von Leben geopfert. Werde ich je imstande sein, euch genügend Schritte voraus zu sein? Ich habe das Gefühl, dass dunkle Jedi für die imperiale Armee ungeeignet sind. Mit den richtigen Kommandanten wären sie geeignet. Und wer sollte sie ausbilden? Ihr, Lord Vader. Ich ziehe gewöhnliche Soldaten vor. Sie streben nicht nach Macht. Ich würde die ganze Zeit Acht geben müssen, was hinter meinem Rücken vor sich geht. Das müsstet ihr in der Tat, sagte Palpatine. Anfangs war es bloß ein Spiel gewesen, ein lästiges, aber nichts weiter als ein verbaler Schlagabtausch. Weder log der Imperator, noch sagte er die Wahrheit. Jetzt war es nicht länger eine Herausforderung. Die Linie, die dazwischen lag, einen Mann durch fortwährende Prüfungen stärker zu machen oder ihn in einen Feind zu verwandeln, war sehr dünn. Vielleicht löst ihr das Problem, auf euren Rücken aufpassen zu müssen, indem ihr dafür sorgt, dass eure Gegner stattdessen aufpassen müssen, was hinter ihrem vorgeht, sagte Vader. Eines Tages werde ich euch vernichten. Oder ich sorge dafür, dass andere für mich darauf aufpassen, sagte Palpatine und machte kehrt, um seinen Schüler allein im Vorzimmer zurückzulassen. Jetzt wusste Vader, dass es kein in der Macht bewandertes Wesen gab, weder dunkel noch sonst wie, dem er vollkommen vertrauen konnte, seinem eigenen Meister am allerwenigsten. Vaders Loyalität galt allein ihm selbst, mit Ausnahme seines Interesses am Wohl von Leuten vom Schlage von Lekov, an Männern ohne irgendwelche außergewöhnlichen Gaben oder Kräfte, gleich welcher Art. Es sei denn natürlich, man wertete simple Aufrichtigkeit als Gabe. In diesem Moment fand er, dass sie allen Machtkräften ebenbürtig war. Ja, Vader bevorzugte gewöhnliche Männer, die sich durch Leistungen hervortaten. Jener Teil von ihm, der Anakin Skywalker war, erinnerte sich an die wenigen Dinge, um die er je gekämpft hatte. Liebe, Nervenkitzel, Freiheit. Und ihm ging durch den Kopf, um wie viel mehr ihn diese Dinge doch begeistert hatten, als seine außerordentlichen und mühelosen Kräfte es vermochten. Einst war er selbst ein Mann gewesen, der für das eingestanden hatte, was er wollte. Als er in diesem Moment an Lekov dachte, fragte Vader sie sich, ob er sich jemals dazu entschließen konnte, wieder so ein Mann zu sein.